Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit beim Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Freunde, wir waren hier das letzte Mal hier auf dem Mars angekommen und waren uns hier am Aufbauen. Es ist jetzt tatsächlich so... Wartet mal, ich habe eine Idee. Es ist jetzt tatsächlich so, dass die Gegner hier sehr krass ankommen. Und, naja... Dass wir ja tatsächlich so unsere Probleme haben. Aber wir haben hier noch so ein bisschen was an Einheiten übrig. Haben hier einiges an Flugabwehr. Das ist auch sehr wichtig. Können wir Apollos... Wir können Apollos bauen. Sehr gut. Seht ihr das? Der Gegner, der hat nämlich meine Lieblingseinheiten, die Ares. Und die habe ich aber nicht. Das ist so ungerecht einfach, ne? Und wir können die Zeus natürlich auch nicht nachbauen, ne? Das ist ja ganz klar. Wer fliegt hier schon wieder mit den Flugzeugen drüber hinweg? Warum kann... Was ist das denn hier? Was ist das denn hier für eine neue Ressource? Ach, Kohlenstoff? Wir werden angegriffen. Wir haben es geschafft, die Kolonieangriffe abzuwehren. Zumindest für den Augenblick. Ja. Wir sollten rasch eine Satellitenbasis neben diesem Mineralvorkommen errichten. Bei der aufgegebenen Mine LK-769. Wir werden den Profit brauchen, um unsere Kriegsanstrengungen zu finanzieren. Ja, in Ordnung. Kohlenstoff. Wo ist denn hier... Was zur... Okay, errichten Sie in der verlassenen Mine einen Vorposten zur Unterstützung Ihres Wirtschaftssystems. Um welche verlassene Mine reden? Von welcher verlassenen Mine reden die denn da? Oh, war ja. Oh, Alter, ein Atombomber. Oh. Kommt der mit einem Atombomber an? Ich werd nicht mehr. Ja, aber was denn hier? Hier? Nee. Das sind doch nur Steine, ja. Was für denn. Das sind Ressourcen? Was für eine verlassene Mine, sagt man. Wo? Wo, Freunde? Na gut. Der Apoll, der macht einen richtig guten Job. Alles klar. Kohlenstoff. Aha. Die Frage ist... Einen Vorposten. Ja, schön und gut, aber die Frage ist... Aua! Lässt du meine Hubschrauber in Ruhe? Du Sack. Lässt du meine Hubschrauber in Ruhe, bitte? So. Mach die platt. Sehr gut, Freunde. Alles klar. Der kann sich da ruhig, der kann sich da gerne sammeln. Der kann sich da gerne sammeln. Ich frage mich gerade... Vorposten... Errichten Sie in der verlassenen Biene einen Vorposten zur Unterstützung Ihres Wirtschaftssystems. Welche verlassene Mine denn? Hier oben rechts, oder was ist hier los? Ah, Kohlenstoffvorkommen. Ach, ihr könnt das abbauen. Ach, okay, jetzt verstehe ich das. Kohlenstoff. Das ist hier auf dem Mars. Das ist das Holz des Mars im Prinzip, ne? Gut. Hätte ich auch selber an mir denken können. Okay, PA-Hubschrauber. Bauen wir zwei Stück, damit wir hier die Panzer loskriegen. Gut. Verlassene Mine. Das hier oder was? Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Aber okay. Dann setze ich mal ein paar mehr Bürger zum Kohlenstoffabbau. So, Freunde. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Empire Earth. Wie wir jetzt hier weiter auf dem Mars uns versuchen hier ja, niederzulassen tatsächlich. Und ja, macht mal diese Panzer hier weg. So. Der macht nämlich übertrieben viel Schaden gegen die Panzer. Schaut euch das an. Und da zieht er sich zurück. Das feige Schwein.
die blöden Gladiatorpanzer, ja. So. Nix da. Hier kommt. Halt, okay, stopp. Stopp, 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 stopp. Oh Gott. Stopp, 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 stopp. Skywatcher, Skywatcher, Skywatcher. Alter Falter, das ist ganz schön krass gerade. Ja. Oh Kahn, mir kam ein Gedanke. Wenn ich Forschung betreiben und ein paar Geheimagenten ausbilden könnte, hätten wir eine anständige Möglichkeit, unseren Feinden einen Dämpfer zu verpassen. Stellt mir die Mittel für die Erforschung einer neuen Einheit zur Verfügung, den Cyborg Ninja. Mit dieser Einheit können wir läppische 4500 Gold. Ein Schutzpreis, ja, aber das könnte es wert sein, wenn dann diese lebensbedingte Rettung verkürzt. Liefern Sie das Gold, wenn Sie bereit sind, indem Sie die Universität anwählen. Ich werde damit. Okay, die Uni. Puh. Alter Schwede, was ist das denn schon wieder? Oh Gott, ich dachte, wir hätten jetzt unsere Ruhe hier. Noch mehr, wir brauchen unbedingt noch mehr Flachs hier, so, los. Und der Spectre-Hubschrauber kann sich um die Panzer kümmern. Die sind immer noch nicht kaputt. Was soll denn das? Aua. Meine Güte, ey. Boah, so, alles klar. Also wir brauchen jede Menge Gold. Na dann. Ein Cyborg-Ninja, okay. Interessante Einheit, glaube ich, denke ich mal. Och nö. Was kommt da hier mit Jägern an? Natürlich genau mit der Einheit, mit der ich nichts anfangen kann, ne? So, Freunde, weiter geht's. Ja, ihr merkt, ich bin in dieser Mission hier eher der Getriebene. Es ist irgendwie gerade echt gewöhnungsbedürftig und da kommt er schon wieder mit seinem scheiß Ares-Roboter. Aua. Mein schöner Hubschrauber, lass den mal in Ruhe hier. Einfach schön im Kreis fahren hier. So. Beziehungsweise im Kreis fliegen, ja. Och, wie kommen die denn hier rein? Na gut, alles klar. Alles klar, Freunde. Oh Mann, ey. Oh, Spectre-Hubschrauber, kommt. Bauen wir noch ein paar. So, weitere Flugabwehr. Dann brauchen wir hier tatsächlich noch Bürger für das Kohlenstoff. Also, beziehungsweise für den Kohlenstoff. Oh nein, jetzt haben sie da ein Loch reingeschlagen. Ach, verdammt. Es hat so gut geklappt. So. Ja gut, das kann ich aber nachbauen. Das ist jetzt nicht das Problem. Boah, diese Cyborgs von ihm. Diese Hyperion. Die können wir auch bauen, glaube ich, oder? Können wir die bauen? Die Hyperions? Ne, können wir natürlich nicht bauen, ne? Ganz klar. Aber gut. Skywatcher, was machst du da vorne? Fahr gefälligst. Was schießt hier weiter? Meine Güte, ey. So. Bau bitte die Mauer wieder nach. So. Haben die da ein Loch reingeschossen, ey. Mann, oh Mann, 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 Mann. Na gut. Alles klar. Ah, hier haben wir Verstärkung. Sehr schön. Sky. Spectra-Hubschrauber hier. Sehr gut. Das heißt, du kannst hier bitte die Mauer wieder reparieren. Oh, 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 oh. Da kommt er wieder mit dem Scheiß an hier. So, helft. Einfach helfen. So. Aua, mein Apoll. Du Penner. Verdammt. Jetzt hat er tatsächlich geschafft, ey. Mann. Alles klar. Das ist jetzt aber nicht euer Ernst, oder? 20.13 Uhr, das war vor 10 Minuten, Freunde. Ja gut. Das war genau da, wo wir jetzt angefangen haben, ne?
Aber gut, dann wissen wir ja, was wir brauchen hier. Wir brauchen hier tatsächlich Spectre-Hubschrauber, und zwar jede Menge. So, und dann brauchen wir hier Bürger für Kohlenstoffabbau. So. Und dann sehen wir ja vielleicht sogar den Trigger, wo die Basis haben wollen. Das wäre doch mal eine coole Sache. So, und wir brauchen auch noch einen Apoll. Wartet mal, Freunde. Wir brauchen auch noch einen Apoll. Für den Zeus-Roboter. Okay. Aber wir brauchen dafür Kohlenstoff. Verdammt. Eine Atombombe! Aua! Pff, was zur... Wo kommt der denn auf einmal her? Hä? Wo kommt der denn auf einmal her? Der Atombomber! Der kommt doch von da oben eben. Hä? Das check ich jetzt nicht, aber okay, Freunde. Ist nicht schlimm. So, Kampfhubschrauber. Flieg mal die Karte erkunden. So. Oh Mann, ey. Was ist denn das? Was ist denn hier los? Ey, echt. So, Freunde. Gut. Wo laufen die Bürger gerade hin? Die laufen gerade. Wir werden angegriffen. Da oben. Genau, okay. Schieß drauf. Flak, schieß drauf. Los. Okay. Wo ist der Xinhua? Da ist der Xinhua. Okay. Zurück. Einfach zurück. Jetzt kommt da wieder der Atombomber da oben. Aua. Mit Zweien kommt da jetzt hier an. Oh, nee. Jetzt kommt er auf einmal mit zwei Atombombern an hier. Boah, zum Glück fliegt er vorbei. Zum Glück fliegt er... Oh nein! Boah, was ist denn hier jetzt los? Okay, mach den kaputt. Boah. Meine Güte. Sorry. So. Da oben. Alles klar. Wir werden den Profit brauchen, um unsere Kriegsanstrengungen zu finanzieren. Alles klar, Freunde. Jetzt wissen wir zumindest, wo wir die Basis aufbauen sollen. Ja, das ist doch cool. So, und ihr kommt bitte alle mit zum Kohlenstoff hier. So. Baust du bitte einmal ein Cyborg-Labor? Ja, wobei, der Zeus ist schon weg. Toll. Das Schicksal wartet. Das Schicksal wartet. Gut, alles klar. Das heißt, wir müssen da oben einen Satellitenstützpunkt. Aber... So. Errichten Sie einen Vorposten zur Unterstützung Ihres Wirtschaftssystems. Was will der jetzt wieder hier? Was will der jetzt hier? Baut einfach eine Flak auf. Verdammt nochmal. Du feiges Stück. Genau, flieg schön in die... Alter. Flieg schön in die Dings rein, in die Flaks. Mann. Das heißt, wir müssen uns hier ordentlich, ja, aufrüsten. Nicht einfach, Freunde. Nicht einfach. Tatsächlich. Der Skywatcher, der macht das. Komm. Aua. So, Freunde. Da kommen die Panzer an. Haha, sehr gut. Ja, ja gut. Dann ist das halt eine Mission, wo man wieder extrem... Ja. Wo man wieder extrem viel Kondition braucht, so sehe ich das gerade, ne? So. Du fährst bitte da vorne zu den Panzern. Du auch. Und mach die bitte kaputt. Bevor die ja die Mauer kaputt schießen. So, da kommt wieder ein Jägerbomber.
brauche hier noch mehr davon, ey. Baut hier einfach noch mehr Dings hin. Ja. Noch mehr Flachs, bitte. So, okay. Alles klar. Warum denn nicht? Kohlenstoff haben wir. Wir brauchen Gold. Warum sind da überhaupt so wenige? Beim Gold. So. Alles klar. Helf doch mal mit. Was bist du denn für ein Assi? Ja gut. Das heißt, aber das sollte eigentlich reichen, die Flugabwehr. Gut, dann könnt ihr mal bitte wieder zur Nahrung gehen. Was zur... Nein! Och, das ist doch nicht wahr jetzt. Das ist doch jetzt mal mega fies. Kaputt machen. Ja, komm. Du feiges Stück etwas. Du feiges Stück. So. Meine Güte. So, die Flachs. Ja, jetzt kommt damit Lufteinheiten an hier. Alter Schwede. Ist okay. Ihr könnt zum Glück auf die Hubschrauber schießen. Okay. So, okay. Den Text werde ich jetzt nicht vorlesen, weil der ist, das ist zu viel. So, das heißt, dieser Bürger hier muss noch da oben mithelfen. Meine Güte, Freunde. So. Alles klar, das heißt, ihr beiden... Stehen hier denn 6? Nein, hier stehen 4, ne? Da sind 6, okay. Gut. 2000 Gold. Da habe ich schon wieder was gesehen. 4500 Einheiten Gold. Da kommt doch schon wieder was hier. Die USCN-Partei. Okay. Aha, ich habe jetzt hier aber ein bisschen aufgerüstet, was hier Flak angeht. Guckt euch das an hier. Hat er wieder einen platt gemacht, einen Bürger? Sehr gut. Psst. Ach ja, Freunde. Ich sage euch. Ihr macht mich hier nicht mehr glücklich. Was soll ich hier dazu sagen? Ich bin ja wieder voll im Tunnel in dieser Mission, ne? So. Gut, aber... Ach ja, meine Hubschrauber. Nachbauen. So. Nachbauen, damit die da ja kein Loch reinschießen hier. So. Skywatcher, macht die bitte diesen Hubschrauber da weg? Was ist mit dem los? Was ist mit dem Hubschrauber? Festgebackt, okay. Na gut. Na dann. Da kommt er wieder mit Lufteinheiten. Ich wusste es. Ich wusste das. So. Skywatcher, helfen. Los. Ui, 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 ui. Gut. Was, du nicht? So. Einfach ihr hier. So. Was? Wie kommt der denn hier rein? Einfach auf den hier unten schießen. So. Wie kommt der hier rein, sagt mal? Ei, 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 ei. Okay. Jetzt kommt hier wieder einer rein. Die sind doch dreist, sind die doch. Schaut euch diese Einheitenbassen an, ey. Das ist ja wohl echt krass gerade. Ja, alles klar. Aber wenn die alle nacheinander reinkommen, ist das ja nicht das Problem, ne? Ah, da ist der Hubschrauber. Sehr gut. Er hat sich aktiviert. Die machen einen guten Job. Alles klar. Die können hier bitte eine neue Siedlung aufbauen beim Gold. So, das sind nämlich genau 6 Stück. Das ist sehr gut, Freunde. Dann können wir hier die Sachen machen. Gold- und Eisengewinnung. Oh! Er hat immer die passende Kontereinheit, der Gegner. Immer die passende Kontereinheit. Immer die passende Scheiß-Kontereinheit. Ah, okay. Na komm, dann schieß diesen Jäger weg.
Der hatte wieder die passende Konter-Einheit hier gehabt. Na ja, gut. Gut. Wisst ihr was? Haben wir eine? Ja, wir haben! Okay. Warum mache ich mir eigentlich so eine Mühe, wenn ich einfach Artillerien bauen kann? Warum mache ich mir so eine Mühe mit den Hubschraubern? Ganz ehrlich. Okay. Der sammelt sich da wieder. Mit seinen Ares-Robotern, die ich nicht bauen kann. Okay. Gut, Freunde, Stellungskrieg. Okay. Das heißt, ihr könnt dann mal wieder helfen hier. Ja, okay, die Hyperions, die können hier rein. Okay, ich verstehe. Was ist das denn? So ein Mini-Reaper hier. So. Alles klar. So, jetzt haben wir Artillerie hier. Boah, Bams, Freunde. So macht das Spaß. Alles klar. Wunderbar. Das heißt aber auch, dass wir hier jetzt mal wieder unsere Ressourcen noch mal unterstützen können hier. So. So. Die Artillerie feuert. Sehr schön machst du das, Artillerie. Wunderbar. Womit kommt er denn jetzt an Furie? Ach, die explodieren, glaube ich, diese Roboter, ne? Die explodieren, glaube ich. Schieß drauf, komm. Oder? Explodieren die nicht, dann können die Panzer direkt mitnehmen. Ist das so? Ja! Sehr gut. Das sind die, die explodieren. Genau, ja, Gott sei Dank. Dann brauche ich gleich direkt mal einen Bürger. Beziehungsweise die drei. Und dann würde ich die Mauer direkt wieder aufbauen hier. So. Zum Glück hat er die Furien gebaut, ey. So. Alles klar. So. Das heißt aber auch, dass wir hier reparieren können. Reparieren bitte. So schnell wie es geht hier. Weil da kommt er nämlich schon wieder David an. Okay, schön hier reinziehen, bitte. Schön hier reinziehen. Okay. Ah, jetzt lass doch meine Bürger in Ruhe. Was bist du für ein feiges Stück? So. Ja, sehr gut, Freunde. Wir haben die Mauer zumindest ein bisschen aufgebaut. Alles klar. Das heißt, wir können hier zumindest eine Dreier-Siedlung machen. Da können wir 5 Stück hin wieder. So, Bürger. So, alle zurück. Und Bams, weg damit. Sehr gut. Okay, die Panzer kommen rein, beziehungsweise sie versuchen reinzukommen. Alles klar, gut gemacht, finde ich. Also, gut verteidigt haben wir uns hier. Was höre ich hier schon wieder? Alles klar, wir haben genug Flachs. Sehr schön. Weg mit den Hubschraubern. Ja, mach mir nur meine Bürger weg, ne? Diese Penner-Hubschrauber, echt. Wieder zumachen. So, das ist ja beide meine Spezialtaktik hier. Einfach die Mauer aufbauen. Ja. So, da 3 Stück hin. Und ja, wir haben hier ziemlich zu kämpfen in dieser Mission, aber wir wissen jetzt zumindest, dass wir hier oben einen Außenposten aufbauen sollen. Aber ich denke nicht, dass wir das unbedingt machen müssen, oder? Oder ist das jetzt optional? Ich bin mir jetzt gerade echt unsicher, ob das jetzt wirklich optional ist hier. Ja, die Bürger haben sich ausgesperrt, ja gut. Komm bitte hier hin. Ja, komm, mach die kaputt. Mach die kaputt, ist in Ordnung. Ich glaube, der will auf meinen Hubschrauber, ne? Ne, gar nicht wahr, okay. Haha, sehr gut. Da haben wir ja zum Glück was gegen, ne? Gegen die Einheiten. Da haben wir zum Glück relativ viel Flak gegen. Das ist sehr gut, tatsächlich. Gut.
Das heißt, wir haben hier 5. Okay, 5. Das heißt, da brauchen wir noch einen. Oh, und da sehe ich schon wieder, dass die Folge schon wieder voll ist. Ey, oh mein Gott. Alles klar. Aber wir haben uns hier jetzt erstmal befestigt. Und wir können... Weltraum. Ah ja, schaut mal, wir sind noch im Nano-Zeitalter. Das fällt mir natürlich jetzt erst auf. Wir können ins Weltraum-Zeitalter aufsteigen. Alles klar. Allerdings machen wir das dann beim nächsten Mal, liebe Freunde. Die letzte Aktion jetzt hier in dieser Mission wird tatsächlich das Reparieren der Mauer sein. Und die Komplettierung der Bürger an den verschiedenen Minen hier. Da unten fehlt, glaube ich, noch was, oder? Ihr seid doch schon 6. Geh du bitte hier runter. Was ist denn das? Okay. Jetzt kommt er mit Mannequin. Was ist das denn? Mit Mannequin. Ah, gut. Okay, Freunde. Lasst ihn das versuchen. Mannequin kann er gerne versuchen. Ich weiß, das ist ja... Wir haben ja hier unsere Artillerie. Können wir auch gerne noch eine zubauen. So. Damit die Sachen da mal ein bisschen schneller kaputt gehen. Okay, jetzt kommt er wieder mit Ares. Okay, weg damit, weg mit dem Jäger, bitte. So. Keine Chance gegen die Heirate meines Krankenhauses. Schau ich das an. So, Freunde. Jawoll. Das sieht sehr gut aus. Nein! Wieso ist der denn jetzt schon wieder gestorben? Alles klar, 20:35. Ja, das ist in Ordnung. Gut. Dann spiele ich jetzt noch kurz nach bis zu der Stelle und dann machen wir die Folge tatsächlich zu Ende. Ja. Gucken wir mal, wie wir das noch hinkriegen jetzt. Genau. Ach, das war diese blöde Stelle. Oh Gott, nein, bitte nicht, ey. Ah, scheiße. das muss doch nicht sein. Warum spielen die auch immer den Helden? Warum spielen die auch immer den Helden, die Könige? Warum spielen die immer den Helden? So, immer schön wieder... Ah, genau. Genau, ruhig auf meine Bürger. Ihr Penner, ey. So. Ja, mit noch einem Jäger. Och nö, jetzt kommt er hier mit seiner Armee an. Ich hätte die Mauer zumachen sollen. Autsch. Auf was ist der fixiert? Komm, Artillerien. Bam, bam hier. So, los. So. Meine Güte. So, Freunde. Mauer wieder zumachen. Aber nicht rausbauen. Sehr gut. Also gut macht ihr das, okay. Puh. Ja, jetzt kommt er da wieder an. Seine Kack-Luftwaffe. So. Ja, wie viele Bürger will der mir jetzt noch wegnehmen? Das ist ja wohl nicht wahr, ey. Sind die stärker? Nee. Baut bitte hier oben eine neue Siedlung hin. Gut. Datei. Warum repariert ihr das nicht? Repariert ihr gefälligst die Mauer vernünftig? So, gut. Dann hier nochmal. Dann haben wir ja jetzt wieder mal Ruhe, ne? So, wie viele sind beim Gold? 2 Stück. So, das da machen wir dann wieder voll. So. Dann haben wir 4 beim Eisen. 5 beim Eisen. So. Haha, danke. Da kommt er wieder. So. Ja, genau, wieder auf die Bürger.
wieder auf die Bürger. Muss tatsächlich auf die Könige hier aufpassen. So. Bitte reparieren da vorne. Ja, die treffen dich. Das ist so dumm, ne? So, jetzt. Ja, da waren die Flakpanzer schon ein bisschen besser, fand ich. So, gut. Das heißt, ihr könnt wieder hier. Was macht ihr da? Sagt mal. Schießt doch da drauf da. Ah, okay, dann hat er sich wieder festgepackt. Ist auch interessant, ne? So. Puh, ey. So, er bewegt sich weg. Das ist gut. Kannst ruhig da bleiben. Ist okay. So, Freunde. Das heißt, wir können uns jetzt wieder neu fokussieren. Mauer ist fast aufgebaut. Ja, gut. Das heißt, wir haben hier oben 3 Stück. Wir brauchen da oben 3 mehr. So. Was höre ich da schon wieder? An Einheiten rumfahren. Dann passt das. Okay, wunderbar, Freunde. Das heißt, wir können hier dann aber auch eine neue Siedlung wieder aufbauen. Ha! Na, jetzt kommen die Manneken. Alles klar, Freunde. Jetzt kommen die Manneken. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Genau, ja, lass die das versuchen. Ihr habt ja bei der Artillerie. Weiter auf weitere Artillerien bauen, bitte. So, die Mauer steht wieder, Freunde. Das ist sehr gut, tatsächlich. Kannst du so weit ballern? Ja, geil. Okay. Nice, Freunde. So, und dann sofort weg mit dem Mist. Alles klar hier. Das Schicksal wartet, so sieht's aus. Nee, 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 nicht die, nicht die, nicht die. Ach, Mann. Was? Was geht denn hier jetzt ab? Wartet mal. Da kommt zum Glück eine Verstärkung, aber was zur. Was zur Hölle geht jetzt hier ab? Ich habe keine Einheiten mehr. Jetzt ist. Diese Hyperions. Diese Hyperions, Freunde. Es ist nicht zu fassen. Das ist echt nicht zu fassen. Wir waren wieder so gut dran. Und da kommen die Hyperions wieder an. Es ist doch nicht wahr. Bürger. Nach vorne. Die Mauer geht kaputt. Könnt ihr direkt wieder die Mauer aufbauen gleich, ja? Genau, sogar 2 Löcher. Genau. Direkt zumachen. Und Skywatcher rein da. So. Nicht ausbauen. Ihr seid doch so dämlich, echt. So. Ja, der Hubschrauber kann die mal ein bisschen ablenken. So. Mein Gott. So. Alles klar. Wir haben's. Sehr gut, Freunde. Wir haben's. Die Bürger, die können hier gegenheilen. Aua, was zur... Okay. Ja gut, dann macht ihr mal. Ach, jetzt ist wieder ein Loch. Verdammte Axt. So. Alles klar. Och, der hier. Nee, das ist ein Wächter nur. Okay. Oh Gott. Jetzt da oben? Wie hier oben? Ach, die Kacke. Okay, ja. Boah, krass. Aber das ist machbar, Freunde. Diese Mission ist machbar. Es ist halt nur viel, was hier gerade aufkommt, ne? Bürger nachbauen, ja. Viel an Hubschrauber-Mist, ey, echt. So. Alles klar. So, hier. Du kannst bitte die Mauer weiter auf... ja, was? Aufbauen. Wie auch immer.
Reparieren. Genau, reparieren, wollte ich sagen. Zumindest, dass sie nicht mehr brennt. Das ist schon wichtig, dass die Mauer nicht mehr brennt hier. So, vor allem hier. Wartet mal. Mach dieses Loch zu. Mach dieses Loch zu. Da kommen nämlich die Hyperions immer rein. So, nix da, Kollege. Gut, dass ich das noch gemerkt habe. Alles klar. Und weg mit den Bürgern. So, da kommen wieder die Nächsten hier. Der hat meine Lieblingseinheiten. Das ist unfair. Ich will die auch haben. Mann. Was ist jetzt da oben? Ach so, ja. Oh, guck mal da. Ach, das ist meine. Okay, ja, gut, dann. Alter Schwede, ey. So. Gut, dann reparieren. 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 So. Gut. Das heißt, dann sind wir wieder... Okay, da ist die Basis. Ich dachte schon. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt wieder gucken, wie viele Bürger wir bei jeder Mine haben. Da unten müssen noch zwei hin. Und was höre ich da wieder? Jägerbomber. Der natürlich wieder auf meine Bürger geht. Ey, was zur... Na gut. Baut bitte hier eine Flak hin. Da sind wir ein bisschen sicherer. Kommt. Alles klar. Noch eine Flak. Dann haben wir jetzt zumindest ein bisschen Ruhe von den Fliegern, die hier ankommen. Ey. 36 Minuten. Ja, passt. Ich denke mal, ich werde jetzt auch gleich die Folge beenden. So, jetzt kommen die Manneken wieder, genau. Und das werde ich jetzt einfach mal abspeichern, so, damit wir nicht wieder hier alles von vorne machen müssen. So. Alles klar. So, hier ist jetzt voll, ne? Genau, hier ist jetzt voll. Das heißt, wir können hier eine neue Siedlung aufbauen. So. Helft ihr bitte mit? So. Genau. Artillerie können wir nachbauen. Genau. Das ist egal eigentlich. Ja, guckt euch das an. Wir haben genug Flugabwehr. So, das heißt, der macht nichts. Der kann hier oben mit hin, ne? Genau. Da brauchen wir noch einen. So, oh ja, jetzt kommen die Einheiten hier. Alles klar. Aber die Verteidigung passt durch unsere... Ja, klar! Du gehst bitte wieder zurück. Du auch. So, geh du zurück, ey. Meine Güte. So, und die Panzer, genau, die Panzer machen diesen Roboter im Arsch. Ja. Sind ja relativ gut dagegen, ne? Wie ich gerade sehe, ja. Die Hyperions. Nein! Aua. So, dann hier. Was machst du denn? Fährt der einfach weg? Oh Gott, die Panzer machen da wenig Schaden dran, merke ich gerade. Aber das passt, kommt. Ja, sehr gut. Puh, ey, okay. Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, wir können hier eine neue Siedlung aufbauen. Mehr Ressourcen. Können wir immer gebrauchen, tatsächlich. Und dann, hey, dann haben wir ein bisschen Ruhe. Gut, dann machen wir jetzt noch hier ein paar Stadtzentren draus. So, hier oben auch. Ah, das tut gerade gut. Weil wenn wir Stadtzentren machen, dann kriegen wir mehr Ressourcen daraus. So. Ich hoffe erst so nicht, dass die hier sich wieder einwischen. Lass die einfach auf das schießen. Ja, das ist in Ordnung.
Die können nichts machen, Kollegen. Die können nichts machen. So. Dann haben wir hier und dann... 1, 2, 3, 4, 5. Ach, Gott sei Dank, Freunde. Sehr schön. Dann haben wir jetzt eine funktionierende Verteidigung. Eine funktionierende Wirtschaft. So. Ach, der ist zu viel, oder was? Nee. Okay. Alles klar, das heißt, dann können wir hier 8 Bürger machen für die Nahrung. Ach nee, genau jetzt. Ja gut, aber der kann nicht viel kaputt machen. Der kann zum Glück nicht viel kaputt machen. Das heißt, der kommt hier oben noch rein. Alles klar. Ich bin jetzt gerade auch ein bisschen verwirrt. Hier unten sind 4, ne? Oh! Was machen die denn? Ja, Halleluja. Halleluja, sag ich dazu. Ah, und wir können ins Weltraumzeitalter. Ja, dann machen wir das doch gleich mal. Da kriegen wir nämlich auch mehr... Ach, du Kacke. Mehr Einheiten, aber... Beziehungsweise bessere Einheiten, ne? So, da haben wir schon 6. Das heißt, wir können wieder hier nach oben. Die können mal bitte wieder die Mauer hier reparieren. Eins nach dem anderen. So. Und dann, ja, haben wir die Geschichte. Sehr schön. Wir werden angegriffen. Och, genau jetzt. Genau jetzt. Immer im blödesten Zeitpunkt, ey. Immer zum blödesten Zeitpunkt. So. Immer zum blödesten Zeitpunkt. Aber nachreparieren kommt. So. Reparieren. Und warum trifft das nicht? So, jetzt doch. Okay. Alles klar. Oh, ist das gut. Sehr gute Sache mit der Artillerie. Das freut mich, dass wir da endlich mal was gefunden haben. So. Bitte nachreparieren. Ah, sehr gut. Was versucht der da wieder? So, hier bauen wir jetzt mal ein paar mehr Flachs hin. Ich will das jetzt hier verteidigen. Und dann mache ich die Folge wieder zu Ende. So, da sind 6. Da sind auch 6. Das ist gut. Immer schön reparieren. Sehr gut. Alles klar, Freunde. Dann ist das wieder eine XL-Folge hier. Aber ist wieder die Freitagsfolge, deswegen. Und, naja. So. Also, dann brauchen wir hier nochmal die 8 Stück wieder. Ja, wobei, das sind ja schon 4. So. Da oben noch mehr Flugabwehr hin. Verdammt nochmal. So. Und dann haben wir's, liebe Freunde. Dann haben wir uns jetzt hier soweit gefestigt auf dem Mars. Dann können wir beim nächsten Mal hier oben das Gebiet erschließen. Wenn wir das denn müssen. Also ich weiß ja nicht. Ne? Ich weiß ja nicht so genau, ob wir das unbedingt müssen. Was kommt da schon wieder? Ein Jäger. Ja, okay, der Bürger, der kann... Die halten mittlerweile auch verdammt viel aus, die Bürger, muss ich sagen. Nein! Wo ist der wieder? Der, bitte zurück. Nicht, dass der Fortschritt jetzt wieder für die Katze ist hier. So. Die Abwehr funktioniert. Das funktioniert, Freunde. Sehr schön. Was machst du denn? Achso, du gehörst da noch oben noch zu, ne? Okay, ihr könnt bitte hier... Und ihr könnt bitte hier Nahrung sammeln. Alles klar. Was macht der denn jetzt? Wo kommt die denn her? Ah, okay. Dann, Oh, nein. Heil die Artillerie hoch. Alles klar. Heißt aber auch, dass wir hier... Hier unten auch noch Flugabwehr brauchen.
Da haben wir schon keinen Kohlenstoff mehr. Warum haben wir... Kohlenstoff, da geht keiner sammeln. Gut, dann geht hier keiner Kohlenstoff sammeln. Artillerie, komm mal ein Stück nach vorne. Genau. Bäm. Und weg damit. Ah, Gott sei Dank, Freunde. Gott sei Dank. Das heißt, das hier können wir eigentlich auch mal verbessern. Und hier, genau. Gut, Freunde. Dann würde ich mal sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne über ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Beschreibung ist der Link zu meinem Discord-Server. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Und bevor die jetzt kommen, würde ich sagen, speichere ich die Folge. Und ja, bis hier weiter geht's, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.